Jo, meine Leute, herzlich willkommen zum 18. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga-Saison 2021-2022 mit den Predictions. Los geht's heute um 18:30 Uhr. Fortuna Düsseldorf spielt gegen SV Sandhausen 1:1. Holstein Kiel unterliegt den FC St. Pauli mit 2:4. Dann morgen um 13:30 Uhr. Das letzte Heimspiel des SC Paderborn 07 für 2021 gegen 1. FC Heidenheim und das geht 2:0 aus für Paderborn. Dann FC Erzgebirge Aue gegen 1. FC Nürnberg. Das gewinnen die Erzbierklar mit 3:1. Dann FC Ingolstadt 04 gegen Dynamo Dresden 1:3 für Dynamo Dresden. Dann das Topspiel der zweiten Fußball-Bundesliga live auf Sky wie alles und auf Sport 1 um 20:30 Uhr. Hamburger Sportverein gewinnt gegen FC Schalke 04 3:2. Und am Sonntag, den 4. Advent um 13:30 Uhr. Karlsruher SC verliert gegen FC Hansa Rostock 2:3. Dann Hannover 96 gegen Werder Bremen 1:2 für Werder. Und SSV Jahn Regensburg unterliegt zu Hause den SV Darmstadt 98 mit 0:1. So, das war's vom 18. Spieltag der zweiten Fußball Bundesliga-Saison Predictions für die Saison 2021-2022. So, ich wünsche euch frohe Weihnachten nach zweiten Liga und einen guten Rutsch und dann sehen wir uns nächstes Jahr in der zweiten Fußball-Bundesliga wieder. Im Jahr 2022. So. Gut Kick. Ciao.